Herzlich willkommen zum Reliance-Webinar 2023. Sie alle haben sich aufgeschaltet, um in Erfahrung zu bringen, wie man den Switch vom Schreibtisch, von der reinen Versicherung durch einen Wechsel des Versicherungsprinzips von Occurrence zu Claims Made hin zu einer Qualitätssteigerung im klinischen Risikomanagement hinbekommt. Sie hatten sich auch alle schon vor knapp 5 Wochen aufgeschaltet und haben leider miterleben müssen, wie nach 20 Minuten der Patient in der OP am Sudden Death erlegen ist. Als guter Risikomanager haben wir natürlich in der Zwischenzeit analysiert, woran es gelegen hat. Und ich dachte bis vor 5 Minuten für heute zumindest ausschließen zu können, dass ein Never-Event eintritt. Aber leider haben wir so ein Never-Event. Ich bin nicht zu sehen. Aber ich glaube, das ist das kleinste Problem. Unsere Referenten, die ich gleich herzlich begrüßen darf, sind zu sehen. Sie sehen hoffentlich auch den Vortrag und von daher alles gut. Mein Name ist nach wie vor Birger Josten. Ich bin verantwortlich für das Account Management in der deutschen Niederlassung der Gruppe Reliance. Bitte geben Sie mir kurz zu Beginn der Veranstaltung Gelegenheit, die Gruppe Reliance darzustellen und etwas zu unserer DNA und zu unserer Vision zu erzählen. Wir sind der führende europäische Risikomanager für Gesundheitseinrichtungen. Für Gesundheitseinrichtungen, das heißt für Krankenhäuser, für MVZ in erster Linie, aber auch für andere Einrichtungen, die sich infolge der Umstrukturierung der Krankenhauslandschaft möglicherweise noch ergeben werden. Wir sind vor knapp 100 Jahren von Krankenhausdirektoren in Frankreich gegründet worden, als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Was heißt das? Wir sind als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit nicht am schnöden Mammon interessiert, das heißt am Profit, an der Gewinnmaximierung, sondern wir haben von jeher durch den klinischen Ansatz den Fokus darauf gehabt, Prozesse zu verbessern und Schäden zu reduzieren. Das war vor knapp 100 Jahren so und das ist auch heute noch so. Und diese Vorgehensweise als Spezialist für Gesundheitseinrichtungen, als Monoliner, hat dazu geführt, dass wir die Nummer 1 in der Heilwesenhaftpflichtversicherung in Frankreich, Norditalien und Spanien geworden sind. Wie Sie hier sehen können, haben wir eine solide Erfahrung in 100 Jahren gesammelt, sind entstanden aus dem Prinzip der Gegenseitigkeit. Das war 1927 und haben dann nach einiger Zeit den Entschluss gefasst, doch das, was in Frankreich erfolgreich lief, auch auf die europäische Bühne auszudehnen. Wir sind 2014 nach Spanien gegangen, sind dort mittlerweile Marktführer, 2015 nach Italien gegangen, sind dort Marktführer in Norditalien und haben 2017 unsere deutsche Niederlassung gegründet. Man kann bei so einer Neugründung in einem neuen Markt nicht sofort mit operativem Geschäft starten. Das heißt, es hat ein paar Jahre gedauert, bis wir so richtig mit Kunden in Medias Res gehen konnten, aber sind mittlerweile 3 Jahre lang mit Kunden aktiv am deutschen Markt tätig. Wir haben bis Ende letzten Jahres noch Scham geheißen. Diesen Namen haben wir zu Beginn dieses Jahres abgelegt und die einheitliche Marke der Gruppe Reliance angenommen, die sich die Gruppe vor einigen Jahren gegeben hatte. Und Hintergrund war, dass man in Deutschland mit dem Namen Scham nicht so viel anfangen konnte, möglicherweise falsche Analogien getroffen hat und der Name Reliance passt da besser, der eine Wortzusammensetzung ist, auch aus zusammen und aus rely, sprich Vertrauen. Wir sprechen das Französische aus Reliance. Wir haben uns gewandelt vom reinen Versicherer zum Risikomanager. Das heißt, wir kommen von der klassischen Heilwesenhaftpflichtversicherung. Aber im Laufe der Zeit haben sich die Risikomanagement-Aspekte viel mehr in den Vordergrund geschoben. Nach wie vor ist die Versicherung ein Teil des Ganzen, aber der Fokus liegt heute auf ganz vielen anderen Dingen. Was sind das für Dinge? Wir haben Risikomanagement als unseren Auftrag ausgegeben und dabei ist für uns die höchstmögliche Sicherheit für Patienten und Mitarbeiter das oberste Ziel. Wir wollen die Kunden, die Kliniken, Krankenhäuser dahingehend beraten, ein vorschauendes und prädiktives Risikomanagement zu betreiben. Das können Sie machen mit der Unterstützung in erster Linie relevanter Daten und teilweise auch mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz.
Wir haben zur Einbringung dieser Hilfsmittel ein Expertenteam, bestehend aus Risikomanagern, Versicherungsspezialisten, Schadenmanagern, Juristen, Qualitätssicherungsexperten, medizinischen Beratern, Ärzten, IT-Spezialisten und Data Scientists und verfügen über ein Netzwerk aus Experten in den Bereichen Gerichtsmedizin, Jura und Interessenvertreter der uns umgebenden Umgebung. Wie sieht das in der Praxis aus? Was ist aktives Risikomanagement? Also wenn Sie als Patient heute ins Krankenhaus gehen, dann haben Sie eine Erwartungshaltung, wie Ihnen dort geholfen werden soll. Sie möchten ganz gerne am Ende des Behandlungsprozesses nach State of the Art behandelt worden sein, hoffentlich kuriert worden sein. Das ist Ihre aktuelle Erwartungshaltung, wenn Sie ins Krankenhaus gehen. Leider ist das nicht in allen Fällen so, dass wenn Sie aus dem Krankenhaus wieder rauskommen, Ihr tatsächlicher medizinischer Status mit Ihren Erwartungen übereinstimmt. Das heißt, auf dem Weg dahin kann irgendetwas schiefgegangen sein. Das ist das Risiko, die Varianz, die Variabilität, die leider immer noch vorherrscht, wenn Sie den Weg ins Krankenhaus antreten. Und es ist unser Ansatz, diese Varianz, dieses Risiko zu senken. Der Pfeil auf der rechten Seite verdeutlicht die Schere. Wie machen wir das? Wie lässt sich diese Lücke verkleinern? Wir bringen Risikomanagementmaßnahmen ein. In diesem Beispiel vergleichen wir die Welt ohne Risikomanagementmaßnahmen mit einer Welt, wo 50 Risikomanagementmaßnahmen eingebracht wurden. Und das führt dazu, auf dem Weg von links nach rechts, am Ende muss die Null stehen, das ist bei uns so wie beim Fußball, dass wir von den risikotragenden Ereignissen über unerwünschte Ereignisse und schwerwiegenden Ereignissen dahin kommen wollen mit dem Einsatz von Risikomanagement, dass sehr schwerwiegende, unerwünschte Ereignisse ausgeschlossen werden. Das heißt, wenn da die Null steht, hat der Patient auf jeden Fall überlebt und das Schlimmste, was passieren kann, konnte ausgeschlossen werden. Das ist nicht einfach, weil der Weg ist sehr diffizil durch die Behandlung und es müssen immer alle Ereignisse entlang des Patientenpfades berücksichtigt werden. Wie kann man das im Praxisfall gewährleisten? Man führt Kontrollmechanismen ein, technische Implikationen und zum Teil künstliche Intelligenz. Viel basiert auf dem Sammeln und Managen und Nutzen klinischer Informationen und Daten. Es muss eine Anwendungsumgebung aufgebaut werden, die es ermöglicht, innerhalb kürzester Zeit Zugang zu Protokollen, Bildern und kognitiven Hilfen zu erlangen. Wir fördern den Transfer bewährter Verfahren und des Teamgeistes und wir verringern durch all diese Maßnahmen in toto die Exposition. Wir machen das nicht alleine, sondern wir machen das mit Partnern. Sie sehen unten auf der Folie die Firmen CareSyntax, Clue und CyberMedix, Kooperationspartner beziehungsweise auch Beteiligungsgesellschaften, die jeder für sich die Expertise an der geeigneten Stelle individuell einbringen kann. CareSyntax ist spezialisiert für die OP-Ausstattung, was Audio- und Video-Bilddokumentationsverfahren betrifft. Zeitgleich geht es bei CareSyntax um die äußerst schnelle Datengenerierung während der OP, die Datenweiterverarbeitung und Nutzung für die OP. Es gibt den Ampelfarben nachempfundene Rot-Gelb-Grün-Farbsysteme, die dem Operateur während der OP hilfreich zur Seite stehen sollen. Clue hat sein Einsatzgebiet in der Intensivmedizin und ermöglicht die Überwachung der Patienten am Monitor unter permanentem Vergleich ihrer Vitaldaten mit Daten aus der Datenbank von Patienten gleichen Krankheitsbildes, gleichen Eingriffs, gleichen Alters, sodass dort möglicherweise rechtzeitig Signale erkannt werden können, dass ein Patient akutere Situation hat und intensiver betreut werden muss oder dass es ihm besser geht als dem Schnitt und er die Station verlassen kann und Kapazitäten auf der Intensivmedizin frei werden. CyberMedix geht einher mit der Einführung unseres neuen Produkts, der Cyber Security Police. Und wir schützen in diesem Zusammenhang Krankenhäuser vor Cyberattacken und deren Folgen. Und CyberMedix steht häufig am Anfang dieses Prozesses, weil ihnen diese Software ermöglicht, eine Kartografierung ihres Netzwerks zu bekommen. Sie sehen übersichtlich, welche
IT- und OT-Geräte in Ihrem Netzwerk angemeldet sind und Sie können so relativ schnell gewünschte von ungewünschten Teilnehmern sondieren. Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema, die Heilwesen-Haftpflichtversicherung. Es ist ja so, dass fast die ganze Welt auf unserem Verfahren basierend versichert ist, Claims Made, während Klein Bonum, sprich Deutschland, immer noch zu größeren Teilen am Schadenereignisprinzip Occurrence festhält. Was ist der Unterschied? Bei Occurrence ist der Zeitpunkt, der Eintritt des Schadenereignisses relevant für eine Erstattung über die Versicherung. Bei unserem Modell Claims Made ist die Meldung des Schadenereignisses relevant. Und daraus kann man verschiedene Vorteile ziehen. Der erste, den wir auch schon bei der Bewerbung dieses Webinars aufgeführt haben, ist der Liquiditätsvorteil. Es ergibt sich möglicherweise ein Prämienvorteil für die Häuser, die umstellen von Occurrence auf Claims Made, weil für bereits in der Vergangenheit eingetretene Schadenereignisse kein Versicherungsschutz geboten werden muss. Die Schadenlast baut sich nach einem Wechsel auf Claims Made erst sukzessive auf durch die eingehenden Meldungen und dieses Zeitlag kann in der Regel genutzt werden, um dem Kunden einen Liquiditätsvorteil einzuräumen. Ein weiterer Vorteil ist die Aktualität. Es gelten im Claims-Made-Vertrag jeweils die aktuellen Bedingungen und Versicherungssummen zum Zeitpunkt der Schadensmeldung. Ich habe vor einigen Wochen von einem Schadenfall erfahren, den ein auf Occurrence versichertes Haus erleben musste. Es wurde ein Geburtsschaden, der knapp 20 Jahre alt war, gemeldet. Und bei diesem Fall war es dann natürlich so, dass die damals vor 20 Jahren geltende Versicherungssumme für diesen Schaden gegolten hat. Sie können sich vorstellen, dass heutzutage Versicherungssummen von 2 oder 2,5 Millionen sicherlich nicht ausreichend sind. Heute denkt man in größeren Kategorien, was dazu geführt hat, dass dieser Versicherungsfall für, mit diesen antiquarischen Versicherungssummen unterversichert war. Ein Thema, was Ihnen, wenn Sie im Claims-Made-Modell verbleiben, nicht passieren kann, weil der eintretende Schaden, der gemeldete, von Ihnen gemeldete Schaden immer zu den aktuellen Bedingungen, zu den zeitgemäß angepassten Bedingungen versichert ist. Die große Frage ist, ob man auch eine Qualitätssteigerung im klinischen Risikomanagement durch den Umstieg von Occurrence auf Claims Made erreichen kann. Das ist das Thema unseres Webinars. Es geht also darum zu gucken, kann man die Brücke schlagen von der reinen Versicherungstheorie, vom Zahlenwerk, vom Schreibtisch, rein in den OP, in den medizinischen, in den klinischen Bereich. Und das ist die große Frage, mit welchem Hebel erreicht man das? Mit der Umstandsmeldung. Aber ich glaube, das ist die falsche Folie. Wir sind ja ein französisches Unternehmen. Das muss eigentlich FAIR heißen und nicht Umstandsmeldung. Aber ich glaube, das ist auch nicht die richtige Folie. Das ist die richtige Folie. Das ist unsere Umstandsmeldung. Und die Umstandsmeldung besagt, dass bei dem Bekanntwerden von Umständen, welche mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einem Schadenersatzanspruch führen, eine Meldung an den Versicherer zu machen ist. Das hat den großen Vorteil, dass dann spätere Inanspruchnahmen, die auf diesen Umständen beruhen, als zum Zeitpunkt der Umstandsmeldung als erhoben gelten. Sie haben also Versicherungsschutz. Das beinhaltet gleichzeitig, dass Sie ein stärkeres Augenmaß auf das, was im OP möglicherweise daneben gegangen ist, richten müssen. Und das ist die Stelle, an der wir den Übergang vom kaufmännischen rein in den klinischen Bereich stattfinden lassen können, weil sich die medizinisch Verantwortlichen viel stärker mit ihrem Tun und den möglicherweise eingetretenen Konsequenzen, die aber erst möglicherweise viel später an ihr Haus gerichtet werden, stärker auseinandersetzen müssen. Wir haben in unserer jungen Historie in Deutschland schon mehrere der größten privaten Krankenhausgruppen versichert. Da sind wir sehr stolz drauf. Aber der Ritterschlag war für uns sicherlich, als wir die Sana Kliniken AG auf Claims Made versichern durften. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dieser Entschluss der Sana Kliniken AG, sich für Reliance zu entscheiden, war Ergebnis eines längeren Prozesses und Sana hat sich diese Entscheidung nicht einfach gemacht, sondern hat sich selbstverständlich der Dienste eines versierten Partners bemüht und das ist im Fall Sana die Ecclesia
Maklergruppe aus Detmold gewesen, genauer gesagt der süddeutsche Ableger, die Staun GmbH in München. Dort verantwortlich Christian Seeger und Christine Hertel. Und der Makler Ecclesia hat zusammen mit den Verantwortlichen bei Sana darüber nachgedacht, diskutiert, könnte die Lösung, könnte der Ansatz von Reliance etwas für Sana sein. Und Sie können sich vorstellen, eine Versicherungslösung für ein so großes Haus wie Sana darzustellen, ist schon höhere Schule. Dieses Haus ist dadurch gekennzeichnet, knapp 60 Krankenhäuser zu betreiben und annähernd 100 MVZ. Und es gibt permanent Zukäufe und Verkäufe aus der Gruppe. Und das stellt besondere Herausforderungen an den Zuschnitt einer individuellen Versicherungslösung. Und man ist aber relativ schnell in München zu dem Ergebnis gekommen, das könnte passen, und ist dann in einen Austausch mit uns gegangen, der von Anfang an, so ist meine Wahrnehmung gewesen, von gegenseitiger Anerkennung und vor allen Dingen von einem gemeinsamen Verständnis, was für Ziele man erreichen will, geprägt war. Und so freue ich mich sehr, dass wir gemeinsam mit dem Makler und dem Kunden ein sehr individuell zusammengestelltes Versicherungsprodukt auf die Beine stellen konnten. Und dass wir das machen konnten, ist unter anderem ja auch die Grundlage dafür, dass wir hier heute zusammenkommen und über einige der Konsequenzen aus dieser Versicherungsmodellumstellung miteinander sprechen können. Und ich freue mich sehr, dass ich heute zwei Mitarbeiter der Sana Kliniken AG zu Gast habe, die maßgeblich mit der Umsetzung des Versicherungsprinzipswechsels beschäftigt waren. Ich freue mich sehr auf Frau Dr. Eberl. Herzlich willkommen, Frau Dr. Eberl. Frau Dr. Eberl ist Bereichsleiterin für Qualitätsmanagement und klinisches Risikomanagement bei den Sana-Kliniken. Und eigentlich brauche ich es Ihnen gar nicht vorzustellen. Sie ist eine Koryphäe in ihrem Gebiet und hat den Bereich nachhaltig für die Sana-Kliniken AG in den Anfängen noch mit Frau Dr. Hiske-Seeberg und in den letzten Jahren allein verantwortlich aufgebaut und weiterentwickelt und hatte gleich dann auch direkt in der Eigenverantwortung den Preis gewonnen, die Umsetzung dieses Versicherungsmodells auf der medizinisch-klinischen Seite zu begleiten. Weiterhin freue ich mich sehr, Herrn Julian Haselow zu begrüßen. Herr Haselow ist Leiter Versicherungsmanagement bei den Sana-Kliniken und hatte die Aufgabe, die Umsetzung des Versicherungsprinzipswechsels vom Schreibtisch, vom kaufmännischen Bereich aus zu begleiten. Und so wie ich es verstanden habe, wir hatten ja die Kenntnis erlangt, man wollte bei Sana so einiges anders machen durch den Versicherungsprinzipwechsel. Und so wie ich das verstanden habe, haben Sie beide dieses Andersmachen dann in der Praxis umgesetzt und ich glaube, sehr gut zusammengearbeitet. Das scheint sehr gut in der Zusammenarbeit funktioniert zu haben. Ich würde jetzt ganz gerne das Wort weiterreichen an Herrn Haselow, der zunächst etwas zu den kaufmännischen Voraussetzungen des Versicherungsprinzipwechsels im Haus Sana Kliniken AG sagt. Ja, vielen Dank, Herr Josten. Auch von mir nochmal herzlich willkommen auch an alle Teilnehmer. Ich freue mich, dass ich hier an dieser Stelle ein bisschen was, und es ist tatsächlich ein bisschen was, über diesen Wechsel berichten kann. Und zwar geht es mir, Herr Josten hat ja schon einiges gesagt, welche Themen mit so einem Wechsel einhergehen, um die Vorteile, aber auch um die Nachteile, denn man muss aus meiner Sicht immer beide Bereiche beleuchten, wobei man hier schon auch feststellen kann, dass es vielleicht auch Mischformen gibt, also ein Vorteil, der ein Nachteil ist, aber auch umgekehrt. Wer ist die Sana Kliniken AG? Da werde ich Ihnen höchstwahrscheinlich nicht viel Neues erzählen. Wir sind ein Gesundheitsklinik- und Gesundheitsdienstleister mit einem Umsatz von rund 3 Milliarden Euro, betreiben über 120 medizinische Einrichtungen mit knapp 35.000 Mitarbeitern auf 2 Millionen Patienten jährlich, und unsere Eigentümer sind 24 private Krankenversicherungen. So viel in aller Kürze. Sie sehen hier auf der Deutschlandkarte auch nochmal, wo wir überall vertreten sind. Aber kommen wir doch zum eigentlichen Thema. Ich habe mir überlegt, welche Vorteile gibt es denn oder welche Vorteile sehen wir denn speziell durch diesen Wechsel
zum Claims-Made-Prinzip. Einiges hatte Herr Josten schon gesagt, ich möchte es aber trotzdem nochmal wiederholen, denn dieser Liquiditätsvorteil, der ist, das ist Fakt, den gibt es und den sehen wir auch, das ist kein Geheimnis, denn wie Herr Josten auch schon sagte, die Schadenlast baut sich auf und wir haben im Arzthaftungsbereich ein Spätschaden-Thematik, das heißt, wenn Sie in 2023 den Versicherer auf ein Claims-Made-Prinzip wechseln, dann haben Sie in 2023 noch relativ wenig Arbeit. Denn diese Fälle werden erst sukzessive in den Jahren danach bekannt, so sie denn auftreten. Sie haben immer die Aktualität der Versicherungssummen. Ja, auch das ist ein nicht unerheblicher Vorteil. Das führt letztendlich dazu, dass Sie das Risiko für Überlimitschäden deutlich reduzieren, sofern sie denn eintreten. Wir wissen ja, dass sie Gott sei Dank relativ selten sind, aber es gibt sie. Und ein weiterer Vorteil ist natürlich aus unserer Sicht die Umstandsmeldung. Warum ist sie es? Weil wir so frühzeitig mögliche Haftungsfälle identifizieren können, was gleichermaßen aber zu einer Steigerung der Patientensicherheit führt. Und wenn wir uns auf die Nachteilseite bewegen, dann sehen wir ja, einen Mehraufwand durch die Identifikation möglicher Haftungsfälle. Heißt umgekehrt, die Umstandsmeldung führt natürlich zu einem Mehraufwand, zu einem administrativen Mehraufwand in den Häusern, wenn ich mich nun auch nicht nur damit beschäftigen muss, wenn schon was passiert ist, sondern wenn vielleicht was passiert sein könnte. Auch hier muss ich natürlich Zeit investieren, ich muss Arbeit investieren, ich muss Ressourcen investieren, die sich damit auseinandersetzen. Ist in einem konkreten Fall vielleicht was schiefgelaufen? Ja oder nein? Führt aber im Umkehrschluss dann doch dazu, dass ich mich mit meinen Fällen auseinandersetze und dadurch automatisch was für die Patientensicherheit tue. Denn wenn ich meine Fälle analysiere, was ich in vielen Fällen ja ohnehin tue, aber jetzt nochmal viel intensiver, dann kann ich Fehler frühzeitig entdecken und kann darauf einwirken, dass sie zukünftig nicht mehr passieren. Die letzten beiden Themen sind definitiv auch Nachteile. Es ist nun mal so, dass die Claims-Made-Deckung Unterschiede zum Occurrence-Prinzip hat, was ja in Deutschland nach wie vor vorherrschend ist. Das darf man auch nicht außer Acht lassen, denn wenn Ihnen da mal was durchrutscht, dann kann es natürlich passieren, dass Sie das aus Eigentragung oder in Eigentragung dann zahlen oder bezahlen müssen, diesen Schaden. Aber dafür gibt es die Umstandsmeldung und so verstehen wir sie auch, dass wir frühzeitig identifizieren wollen, wo ist was schiefgelaufen, was ist schiefgelaufen und wie können wir das verbessern für die Zukunft und wie wir das identifizieren. Dazu ist dann mein Latein am Ende, wobei ich mich nicht ganz rausnehme, aber das ist dann Teil meiner Kollegin Frau Dr. Eberl, die Ihnen jetzt ein bisschen was dazu erzählen wird, wie wir diese Fälle denn dann auch identifizieren. Ja, vielen Dank, Herr Josten, vielen Dank, Herr Haselow. Guten Tag an die Teilnehmer von meiner Seite. Ja, Qualitätssteigerung durch Wechsel der Heilwesenhaftpflichtversicherung von Occurrence zu Claims Made. Die Sana Kliniken AG hat sich mit dem Wechsel der Haftpflichtversicherung den Methoden des Qualitätsmanagements und klinischen Risikomanagements weiter verschrieben, um die Kliniken auf die Herausforderungen, die der Wechsel mit sich bringt, gut vorzubereiten und auch zu begleiten. Unsere Hauptaufgabe ist dabei, Fälle und kritische Fallkonstellationen zu identifizieren und natürlich auch systematisch, das ist jetzt mehrfach schon angeklungen, von den Vorrednern auch zu analysieren. Was ist denn unser Ausgangspunkt gewesen? Wir bei den Sana-Kliniken sind schon lange unterwegs im Bereich Patientensicherheit und wir hatten in der Vergangenheit den Fokus auf den Bereich Prävention. In der
Vergangenheit hatten wir das, heißt nicht, dass wir den Blickwinkel verlassen haben, aber wir haben natürlich das Spektrum noch mal ein bisschen erweitert. In der Vergangenheit, das ist eine klassische Auswertung, die ich hier mitgebracht habe, der Top 30 Ursachen für Anspruchsstellungen. Und Sie sehen hier unten so schräg aufgelistet eben einzelne Umrandungen. Das sind sogenannte sicherheitsrelevante Events, die man durch frühzeitiges Einführen von Präventionsmaßnahmen gut vermeiden kann. Dazu haben wir bei SANA einen Präventionskatalog aufgebaut und entwickelt und führen jährlich Selbstbewertungen durch der Umsetzung von Präventionsmaßnahmen und so risikoorientiert, würde ich mal sagen, im Abstand von 3 Jahren, Fremdbewertungen. Und in diesen Fremdbewertungen geht ein Sicherheitsauditor in die Kliniken und prüft die Umsetzung von Präventionsmaßnahmen. Und durch diese Stringenz, die wir da eingeführt haben und Struktur auch, konnten wir, was die sicherheitsrelevanten Events in ihren Ergebnissen darstellen, also 14,3% von 2700 Anspruchsstellungen in dem Zeitraum von 2016 bis 2021, ist vergleichsweise ein relativ gutes Ergebnis. Was wir aber sehen, und das ist der Dank daran, dass wir eben sehr intensiv uns mit dem Thema beschäftigt haben. Was wir aber auch sehen, ist natürlich der Umkehrschluss. Nämlich, wir haben 85,7% der Fälle wegen Qualitätsmängeln. Das heißt also, nicht zeitgerecht durchgeführte Therapie, unvollständig durchgeführte Therapie, die Diagnose nicht richtig gestellt, Intubationsfehler und so weiter. Und an diese Fälle müssen wir jetzt im Rahmen der neuen Haftpflichtversicherung und des neuen Verfahrens eben rangehen. Das heißt, wir haben einen Prinzipienwechsel. Wir können uns nicht mehr nur in Anführungsstrichlein, weil das ist aufwendig, auf die Prävention konzentrieren, sondern wir müssen jetzt auch gucken, wo gibt es Auffälligkeiten, wo gibt es Komplikationen, die wir vermeiden können. Ja? Und diese müssen wir frühzeitig erkennen, um sie dann in Umstandsmeldungen zu überführen. Wir gehen so ein bisschen in die Richtung also, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit eines kritischen Ereignisses im späteren Verlauf, eine Anspruchsstellung zu erhalten. Und jetzt kommt noch ein Aspekt. Wir haben natürlich bei den SANA-Kliniken auch einen Selbstbehalt, dessen Höhe werde ich jetzt natürlich nicht verraten, aber den haben wir. Und damit ist all das, all die Fälle, die unterhalb des Selbstbehaltes auftreten und erfolgen, werden von den Kliniken selbst getragen. Und deswegen muss man natürlich auch schauen, dass wir nicht nur die Patientensicherheit im Fokus haben, sondern auch die ökonomischen Aspekte, nämlich die Kleinschäden sind komplett zu vermeiden und die eigene Zahlungsverpflichtung dadurch zu verringern. Wo gehen wir also hin in diesem Labyrinth und diesem Irrgarten? Wir haben gesagt, Qualitätsverbesserung ist ein neuer Hebel, was diesen Bereich anbelangt. Und die Fehler in Qualität und Sicherheit sind erstens mal zu vermeiden, aber sie sind auch zu analysieren und natürlich vorzubeugen. Und wir wollen in Summe Anspruchsstellungen minimieren. Und deswegen haben wir uns zunächst mal zusammengesetzt in einer Gruppe und haben gesagt, welche Fälle, welche Ursachen gibt es überhaupt, um eine Umstandsmeldung abgeben zu müssen. Also was sind die Quellen für potenzielle Anspruchsstellungen, anders ausgedrückt, wo gibt es kritische Fallkonstellationen, die möglicherweise zu einer Anspruchsstellung führen können. Und jetzt müssen wir so ein bisschen die Nadel im Heuhaufen suchen. Und nachdem das ja bekanntlicherweise nicht so einfach ist, haben wir 5 Fallgruppen beschrieben und für unsere Kliniken Wege und Möglichkeiten aufgebaut,
um hier eben die kritischen Fallkonstellationen besser eingruppieren zu können. Und dazu sind wir zunächst mal in den Bereich Qualitätssicherung gegangen. Das heißt, wir haben aus der externen Qualitätssicherung und der Qualitätssicherung aus Abrechnungsdaten in unserem QS-Monitoring-System Qualitätsindikatoren definiert, die möglicherweise frühzeitige Hinweise auf kritische Fallkonstellationen geben. Also wir nutzen die Systeme, die wir ohnehin haben, und ja, gehen eine kleine Zweckentfremdung ein und sagen, uns interessiert jetzt nicht, wie in der Qualitätssicherung ein Referenzwert oder ein Zielwert definiert ist, sondern wir gehen ganz klar auf die einzelnen Komplikationen und die Fälle, die dort erfasst werden. Zusätzlich haben unsere Kollegen aus dem Medizincontrolling die Abrechnungsdaten durchgeforstet, und anhand der Codes haben wir dann eigene Qualitätsindikatoren entwickelt, die auch in unserem QS-Monitoring-System abgelegt sind. Das heißt also, unsere Kliniken prüfen regelmäßig Fälle, kritische Komplikationen, spezifische Komplikationen, die möglicherweise eine Umstandsmeldung nach sich ziehen können auf Basis dieser Qualitätsindikatoren. Die zweite Gruppe, das ist die Fallgruppe B, die sehen Sie rechts, sind die Fälle, bei denen ein Sturz erfolgt ist. Aber nicht jeder Sturz führt auch zu einer Anspruchstellung. Deswegen haben wir gesagt, wir konzentrieren uns auf Stürze, die eine behandlungsbedürftige Sturzfolge nach sich ziehen und die aus der Sturzstatistik, da komme ich gleich noch dazu, die zeige ich Ihnen auch gleich, erfasst oder identifiziert werden können. Die dritte Fallgruppe, Fallgruppe C, sind all die Schäden, die ohnehin sichtbar sind. Also zum Beispiel durchtrennter Nerv, durchtrenntes Gefäß, solche Dinge, die intraoperativ zum Beispiel, wenn wir jetzt auf den operativen Bereich gehen, schon identifiziert sind und wo dem Operateur schon klar ist oder dem Behandler bei einer Intervention, das ist nicht gut gelaufen. Da ist ein Fehler passiert, das müssen wir melden. Und das sind Fehler, die automatisch weitergegeben werden in eine Umstandsmeldung. Dann gibt es die Fallgruppe D, Fälle, die wir unbedingt vermeiden wollen. Viele kennen die Begrifflichkeit als Never Events von früher. Das Aktionsbündnis Patientensicherheit hat vor wenigen Jahren eine Arbeitsgruppe initiiert, die sich um diese Never Events international auch nochmal bemüht hat und daraus eine sogenannte Safer-Liste entwickelt hat. Also schwerwiegende Ereignisse, die wir unbedingt vermeiden wollen. So ist das Akronym im ausgesprochenen Wesen. Und diese Fälle sind natürlich ganz klar zu melden. Also Patientenverwechslung, Seitenverwechslung, Medikamentengabe falsch und so weiter. Und dann gibt es noch die Fallgruppe E. Das sind die Fälle, bei denen die Krankenunterlagen angefordert werden. Von Patienten, von Angehörigen, Rechtsanwälten, Sozialversicherungsträger und Staatsanwaltschaft. Oder aber auch Beschwerden des Patienten aufgenommen werden. Und bei der Anforderung von Krankenunterlagen geht es natürlich nicht um die Unterlagen, die Patienten anfordern oder Angehörige, weil sie die Dokumente, die sie zu Hause führen, vervollständigen wollen, sondern weil man im Gespräch schon merkt, dass der Patient oder der Angehörige eine grundlegende Unzufriedenheit mitteilt mit dem Behandlungsverlauf. Also Sie sehen hier eine Sensibilisierung auf 5 Fallgruppen als Quellen für Umstandsmeldungen. Für diese Fallgruppen haben unsere Kliniken Prozessbeschreibungen erstellt, und Sie sehen auch rechts eine zentrale Verfahrensanweisung von uns, von der Konzernzentrale aus, in die Kliniken als roter Faden für den Umgang mit diesen Fällen. Dann haben wir natürlich im Qualitätsmanagement und klinischen Risikomanagement Methoden und Instrumente, um mit Auffälligkeiten im Behandlungsverlauf umzugehen.
Da haben wir einmal das Beschwerdemanagement ganz rechts. Das heißt also, wir nehmen die Beschwerden natürlich sowieso strukturiert auf nach einem definierten Verfahren. Aber auch da geht es uns um das Verfahren, hier mündlich geäußerte Beschwerden. Also diese kleinen Töne zwischen den Zeilen vom Patienten intensiver zu erfassen, um hier unsere Mitarbeiter zu sensibilisieren und frühzeitig ein klärendes Gespräch herbeizuführen. Wir wissen ja, dass viele Haftpflichtfälle und Anspruchsstellungen durch eine gute Kommunikation aus dem Wege geräumt werden können und vermieden werden können. Dann haben wir den QS-Monitor. Das ist die zweite Rundung von rechts oben, in der wir die Qualitätsindikatoren als Set pro Fachbereich, zeige ich Ihnen auch gleich noch, aufgeführt haben. Und diese Indikatoren werden und die auffälligen Fälle werden dann zur Analysierung weitergereicht, um dort dann die nächsten Schritte einzuleiten. Also muss ich für die Prävention Maßnahmen ergreifen, damit so ein Fall nicht wieder vorkommt. Wir wollen ja auch aus der Situation lernen. Und Sie denken an die eine Folie, die ich Ihnen vorher schon gezeigt habe. Wir wollen auch die Kleinschäden reduzieren. Das heißt also, wir wollen natürlich unsere Kosten auch minimieren. Dann gibt es die Sturzauswertungen und die Fälle, die etwas kritischer sind, die unvorhergesehene Heilverläufe mit sich führen. Da machen wir dann M&M-Konferenzen. Das heißt also, unsere Teams setzen sich zusammen, bereiten ganz klar strukturiert und standardisiert einzelne Fälle vor für eine M&M-Konferenz, die bei uns, da haben wir ein neues Verfahren eingeführt, von Oberärzten moderiert werden. Die Chefärzte sind dabei, aber die gehen zwei Schritte zurück, um auch die Fehlerkultur, was dieses Thema anbelangt, zu forcieren und damit eben über die M&M-Konferenzen werden dann eben über die Oberärzte durchgeführt. Und jedes Safer-Event, das auftritt, wird in einer Fallanalyse aufbereitet und analysiert und da werden natürlich immer Maßnahmen abgeleitet. Also aus all diesen einzelnen Instrumenten werden Maßnahmen abgeleitet und wie gesagt, die sind nicht neu, sondern diese Instrumente haben wir schon lange im Einsatz und werden jetzt nur vor einer neuen Zielvorgabe eingesetzt. Und auch da gibt es wiederum eine Verfahrensanweisung Analyse kritischer Fallkonstellationen in unserem SANA-Management-Handbuch, also in unserem QM-Handbuch abgelegt und die für alle Mitarbeiter in den Kliniken auch abrufbar ist. Das ist nochmal ein Bezug zum SAFER-Event, zur SAFER-Liste des Aktionsbündnis Patientensicherheit für diejenigen, die sich dort mal aufschalten wollen. Und dort sehen Sie rechts eben die Liste dieser SAFER-Events aufgeführt. Das sind ein paar Seiten mehr, durch die man sich dann durcharbeiten kann. Und dort eben, das sind eben die Fälle, bei denen wir dann also eine Fallanalyse durchführen und solche Fälle vermeiden wollen in Zukunft. Wie können wir jetzt hinsichtlich dieser Fallgruppen und der Fälle, die sich da auftun, den Überblick behalten? Erstens mal haben wir einmal die Sturzstatistik. Das heißt, auf unseren Stationen in den Kliniken werden Sturzereignisprotokolle ausgefüllt. Also ein Standard ist da erstellt worden. Den gibt es auch schon ein paar Jährchen bei SANA. Und diese Stürze werden dann eben nach Hauptfachrichtung auch ausgewertet. Und relevante Fälle, die eben eine Behandlungsfolge nach sich gezogen haben, die werden dann eben in den Sturzprotokollen auch identifiziert und wiederum eben zu einer Umstandsmeldung weitergeführt. Dann haben wir hier einen Auszug aus dem QS-Monitor der Firma Saatmann, den wir in jeder Klinik zum Einsatz haben. Und dort haben wir auf der rechten Seite, das ist jetzt ein bisschen verzerrt, haben wir sogenannte QI-Sets, Qualitätsindikatoren-Sets zusammengestellt.
Das heißt also, jede Fachgruppe, wie zum Beispiel hier die Gynäkologie und Geburtshilfe, hat ein Set an Qualitätsindikatoren, die wiederum als Hinweise gelten für mögliche Komplikationen, die aufgetreten sind oder Ereignisse, die zu einer Anspruchstellung führen könnten. Diese Fälle werden von unseren Kollegen in den Kliniken zunächst mal kommentiert. Da sieht man hier rechts das Kommentarfeld im QS-Monitor und eben an den Bearbeiter zurückgesendet. Und ganz kritische Fälle, die weiter analysiert werden müssen oder gar im Team weiter besprochen werden sollten, die werden dann eben in eine M&M-Konferenz überführt, um dort dann im Team eben auch wiederum Maßnahmen abzuleiten, die wiederum ja der Prävention des Auftretens neuer Fälle dienen. Dann haben wir bei SANA die regelmäßigen Qualitätsgespräche. Das heißt also, diese fußen auf einem Dashboard, das Sie als im Hintergrund sehen, so eine DIN A4-Seite, in der wir sowohl die Qualitätsindikatoren als auch die kritischen Fallkonstellationen, wie auch Mindestmengen und weitere Eingaben aus dem der Ergebnisse aus der Qualität darstellen. Und auch da haben wir diese kritischen Fallkonstellationen eben aufgeführt. Sie sehen also auch in der Logik, die wir im QS-Monitor haben, mit Angabe der Zähler und Nenner und auch mit roten Ampeln. Das heißt also, wenn im Zähler ein Qualitätsindikator eine Zahl außerhalb von 0 hat, dann sind diese Fälle alle detailliert in einer Aktenanalyse zu analysieren, zu kommentieren dann auch und auch mit dem Geschäftsführer dann zu besprechen, weil diese regelmäßigen Qualitätsgespräche werden zwischen Geschäftsführer und Chefarzt jeder Fachabteilung einmal im Quartal geführt. Und der Geschäftsführer fragt dann natürlich nach, ob bei bestimmten Auffälligkeiten Maßnahmen abgeleitet wurden, Maßnahmen erfolgt sind, wie viele Fälle sind in der M&M-Konferenz diskutiert worden, wie viele sind in einer Fallanalyse bearbeitet worden und sind Maßnahmen abgeleitet worden. Ja, und dann gibt es noch eine Schadenfallkommission. Das ist ein neues Gremium, das bei uns in jeder Klinik auch eingeführt wurde für ganz prekäre Fälle. Also wenn die Klinik sich jetzt unklar ist, sollen wir jetzt eine Umstandsmeldung machen oder nicht, dann kümmert sich das oberste Führungsgremium um diese Fälle. Also unser Vorschlag ist hier, den ärztlichen Direktor mit einzubinden, die Pflegedirektion, den Geschäftsführer natürlich, QMB, gegebenenfalls den Versicherungsverantwortlichen und den Chefarzt der betroffenen Abteilung, um hier eben die einzelnen Fälle zu besprechen und nochmal zu diskutieren. In dieser Schadenfallkommission ist es relevant, eine Umstandsmeldung abzugeben, ja oder nein. Ja, und was wird jetzt an unseren Versicherungsmakler gemeldet, an Informationen? Sie sehen, das ist eigentlich ganz spartanisch hier. Das heißt, wir haben ein paar Angaben zu dem Fall und wir haben vor allem auch die Angabe der Diagnose und der Fallgruppen, damit wir so ein bisschen mit den Daten auch arbeiten können und auch Auswertungen fahren können. Und das ist letztendlich das Formular, das dann an den Versicherungsmakler weitergeht. Also kurz, knapp und schmerzlos und mehr ist da gar nicht auszufüllen. Ja, und das ist natürlich die zentrale Aussage, Fehler vermeiden, zur Verbesserung hin arbeiten und das verhindert natürlich und vermindert vor allem die Anspruchstellungen. Dazu braucht man ein System, das ehrlich ist, und das nachweisgestützt auch die Fehler, die entstanden sind und die Komplikationen erfasst, um überhaupt in den Qualitätsverbesserungsprozess eintreten zu können. Ja, und ich hoffe, ich konnte Ihnen einen schönen Überblick geben über die Methoden und Instrumente, wie wir das bei SANA umsetzen. Und jetzt ist, glaube ich, auch noch eine Fragerunde geplant. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Eberl, für Ihre sehr interessanten Ausführungen. Herr Haselow, kommen Sie gerne auch wieder aufs Parkett. Da ist er. Hallo, Herr Haselow, auch Ihnen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ja, sieht auf jeden Fall so aus, als hätten Sie beide eine Menge Arbeit gehabt, bis es ins Rollen gekommen ist. Und ja, es klang auf einer Folie so an, Herr Haselow, bei den Nachteilen, dass möglicherweise einzelne Fälle, wenn sie nicht erkannt worden sind, nicht versichert sind. Ich hoffe ja, Sie sind gekommen, um zu bleiben und sehen diesen Versicherungswechsel mittel- oder sogar langfristig, weil das ist ja ein reines Szenario, was sich nur ergeben würde, wenn man wieder das Versicherungsprinzip wechseln würde. Genau, also ich hoffe, ich war eigentlich der Meinung, ich hätte es gesagt, aber dann sage ich es gerne an dieser Stelle nochmal. Das ist natürlich ein Thema, wenn Sie zurückwechseln zu Occurrence. So, dann kann natürlich sein, dass was durchrutscht, was dann nicht passiert ist. Aber im Idealfall bleibt man nach so einem Wechsel bei diesem System und dann ist es auch wieder kein Nachteil. Aber ich glaube, man sollte es trotzdem an der Stelle mal nennen. Ich habe hier eine Frage reinbekommen von jemandem, der sich offenbar sehr gut in den klinischen Alltag reindenken kann und der fragt, wie ist denn eigentlich dieses Thema von den medizinisch Tätigen aufgenommen worden, die ja ansonsten nicht mit Versicherungsdingen zu tun haben und sich mit diesen kaufmännischen Hintergründen nicht beschäftigen, vor allen Dingen, weil ja der andere Umgang mit den Fehlern, die möglicherweise zu bald gestellten Schadenersatzansprüchen führen, zu einer anderen Fehlerkultur, zu einem anderen Umgang, zu einer anderen Offenheit über diese Fehler führt. Können Sie da was zu sagen, Frau Dr. Eberl? Ja, gerne. Wir haben natürlich die ganze Thematik in den einzelnen medizinischen Fachgruppen. Da treffen sich ja regelmäßig fachbereichsbezogen unsere Chefärzte bei uns im Sana-Konzern. Vorgestellt, da sind Herr Haselow und ich präsent, stehen für Fragen zur Verfügung und natürlich ist es zunächst mal ein bisschen ein fremdes Thema, da kann vielleicht Herr Haselow nachher noch ein bisschen was dazu sagen. Hinsichtlich der Umsetzung von Qualitätsmanagementverfahren und klinischem Risikomanagementmethoden ist das nichts Neues. Also das sind alles Methoden, die wir seit vielen Jahren bei Sana etabliert haben. Es hat jetzt nur eine neue Dimension aufgenommen und es ist vielleicht in der Umsetzung etwas stringenter, weil natürlich jetzt ein bisschen mehr davon noch abhängt, als Qualitätsmanagement zu machen und in die Prävention einzutreten. Also es hat einen neuen Aspekt gewonnen. Und es ist, wie gesagt, es ist ein absolutes Umdenken, nicht mehr davon auszugehen, dass der Versicherer die Kosten für einen Fall übernimmt, sondern dass man jetzt selbst in der Verantwortung ist, dieses Thema zu bearbeiten und auch präventiv anzugehen. Ja. Aber Herr Haselow, vielleicht können Sie noch was dazu sagen, wie das technische Thema oder das versicherungstechnische Thema in den Häusern aufgenommen wurde. Also es wurde natürlich, und das hatte ich versucht, auch mit dem Thema Mehraufwand nochmal darzustellen, natürlich sahen die Kliniken im ersten Schritt mal den Mehraufwand durch diese Umstandsmeldung. Denn das, was da notwendig wird, diese Instrumente des Qualitätsmanagements zu intensivieren, ist natürlich mit einem Aufwand verbunden. Ich muss dann das Ganze auch melden, etc. Es hat sich aber relativ schnell herausgestellt, dass sich dieser vermeintliche Mehraufwand, den unsere Fachbereiche da vermutet hatten, relativ gut in Grenzen hielt und auch beispielsweise diese Schadensfallkommission sehr, sehr positiv aufgenommen wurde. Also mir geht es so, dass die Kollegen vor Ort, die diese Schadensfallkommission dann durchführen, und das sind ja nicht nur Mediziner, durchaus positiv von dieser Kommission berichten und hier dann tatsächlich diesen vermeintlichen Mehraufwand auch als tatsächlichen Mehrwert sehen. Ja, vielen Dank für die Erläuterung, für die Ergänzung. Als Sie beide das Thema in die Häuser getragen haben,
Haben Sie für die interne Kommunikation irgendwelche Kommunikationsmittel zur Unterstützung genutzt? Sind Sie in Präsenz überall erschienen oder wie haben Sie das gemacht? Also kann ich gerne was zu sagen. Wir haben, also grundsätzlich sind Frau Dr. Eberl und ich in Präsenz vor Ort in den Kliniken oder in den Fachgruppen zu diesem Thema, haben aber auch auf anderer Ebene durch den Vorstand und durch Frau Dr. Heske-Seeberg gab es ein Webinar, ein internes zu diesem Thema, einmal aus kaufmännischen Gesichtspunkten und einmal aus medizinischen Gesichtspunkten, also auch nach Schwerpunkt gewichtet. Ja, es gab die üblichen Informationsschreiben, alles, was dann so noch damit einhergeht. Das haben wir, ja, so kann man eigentlich das ganz gut aufzählen, was wir dafür benutzt haben. Ja, zusätzlich gab es am Anfang, ganz am Anfang, noch wirklich zahlreiche Informationsschreiben, um zunächst mal hinzuwirken, dass das eine Änderung kommt. Ja. Das war nicht so ganz einfach nachzuvollziehen, auch von unseren Kollegen von der kaufmännischen Seite. Aber man muss schon sehr intensiv kommunizieren, wie ich finde. Und jetzt ist es so, dass wir eben mit den ersten Daten, die wir auch haben, auch ganz gute Argumentationsunterstützung bekommen in der Thematik und ja, regen Austausch pflegen. Herr Haselow und ich sind jederzeit erreichbar, wenn es Fragen gibt, und es gibt immer wieder Fragen und Verständnisfragen und Rückfragen. Von daher, ja, man muss erreichbar sein und viel Geduld haben, weil das schon ein anderer Ansatz ist, als den wir bisher hatten. Okay. Frau Dr. Eberl, Sie hatten vorhin ausgeführt, dass die Instrumente, die jetzt auch für dieses Thema genutzt werden, für die Optimierung im klinisch-medizinischen Bereich, dass die lange bekannt sind und auch bei Ihnen schon in anderem Zusammenhang zum Einsatz kamen. Ein Instrument, was auch seit etlicher Zeit genutzt wird, ist das CIRS, das Critical Incident Reporting System. Inwieweit hat denn dieses System Einbringung in dieses Verfahren gefunden? Eigentlich gar keine, weil im CIRS-System beinahe Fehler erfasst werden und wir in dem Kontext des Claims-Made-Verfahrens ja von vermutlich eingetretenen Fehlern ausgehen. Also ein bisschen ein anderer Blickwinkel. Das eine sind beinahe Fehler, aus denen wir lernen wollen. Und das andere Claims-Made-Verfahren ist eben ein eingetretener, möglicherweise eingetretener Fehler, eine Komplikation, aus der wir lernen wollen. Mhm. Also von daher haben wir das CIRS aus unserer Runde der Methoden und Instrumente rausgenommen. Hier kommt eine Frage rein von jemandem, der sich für sein Haus wohl schon intensiv mit dem Wechsel des Versicherungsprinzips auseinandersetzt auf Basis unseres Webinars. Und der fragt, was würden Sie für einen Zeitraum empfehlen für den Wechsel? Da muss man ja, glaube ich, unterscheiden zwischen den Vorgesprächen, wo es um die kaufmännische Gestaltung des Vertrages geht, und dann um die praktische Umsetzung. Zu der kaufmännischen Gestaltung kann ich sagen, dass wir sicherlich 3 bis 4 Monate in intensiven Gesprächen und Verhandlungen waren mit dem eingeschalteten spezialisierten Versicherungsmakler und dann zu diesem sehr individuellen und passenden Ergebnis gekommen sind. Aber wie lange muss man ungefähr für diese Umsetzung in der Praxis rechnen? Das kann also man kann, also, gerne. Man kann davon ausgehen, dass, also wir haben mit der Entwicklung der einzelnen Qualitätsindikatoren, das war ja was wir wirklich neu gemacht haben, und auch mit der Methodik, wie gehen wir jetzt an das Thema ran, da haben wir schon, ich würde mal sagen, so 2-3 Monate gebraucht, und bis man dann das Verfahren etabliert hat in den Kliniken, gehe ich mal von insgesamt 6 Monaten aus. In etwa. Und wie Sie sehen, sind wir ja immer noch kontinuierlich dran. Wir haben das Verfahren jetzt in 2022 eingeführt und wir sind immer noch kontinuierlich dran, das Thema präsent zu halten, um auch die Aufmerksamkeit auf einen wesentlichen Aspekt zu richten. Aber Herr Adelow, Sie wollten es noch
ergänzen. Ja, also man muss sich natürlich die Illusion nehmen und sagen, so, und jetzt machen wir Umstandsmeldung und alles läuft. So ist es leider nicht. Ich bin da absolut bei Frau Dr. Eberl, was die Zeiten angeht. Und ich glaube, dieser Prozess in Gänze schließt sich aber nie ab. Denn wir sind auch heute noch dabei, das Meldeformular immer wieder anzupassen, auch an die Daten anzupassen, die wir benötigen. Wir lernen selber, glaube ich, aus diesem Thema auch sehr viel, weil wir viele Rückmeldungen auch aus den Häusern bekommen, die dann vielleicht doch wieder Verständnisprobleme haben oder vielleicht auch mal einen neuen Input haben. Wie könnte man denn noch die Daten verbessern, die wir dazu erheben? Und also der grundsätzliche Prozess gehe ich vollkommen konform, aber das Insgesamte, glaube ich, endet nie. Okay. Ich gucke gerade noch mal auf die Fragen, die über den Chat und über andere Quellen eingespeist werden. Es fragt tatsächlich jemand danach, ob es auch andere Versicherer gibt, die dieses Modell anbieten. Ja, und damit ist die Antwort auch eigentlich beendet. Aber das ist ja immer so, wenn etwas sehr gut ist, gibt es sehr schnell Leute, die auch auf diesen Zug springen. Aber diese Weiterentwicklung im technologischen Risikomanagement, den starken Fokus auf die Prozesse in den Krankenhäusern zu richten und dort mit Einbringung von datenbasierten Techniken, KI-Techniken gemeinsam mit dem Kunden an Verbesserungen zu arbeiten, das ist, wie ich denke, einmalig in der Branche. Von daher gibt es eigentlich da keinen Wettbewerb. Da kam noch mal eine Frage zum CIRS, aber ich denke, wir haben das gerade umfassend behandelt, dass es ja beinahe Schäden sind, das haben wir schon geklärt. Ja, mich würde abschließend noch interessieren, wenn Sie jetzt beide ein Fazit ziehen müssten, nachdem Sie den Prozess intensiv begleitet haben und wir jetzt schon einige Zeit in diesem Versicherungsmodell gemeinsam mit Ihnen unterwegs sind. Können Sie anderen interessierten Häusern, egal welcher Größenordnung, diesen Wechsel des Versicherungsprinzips von Occurrence of Claims Made empfehlen? Können Sie diesen Häusern die Angst vor diesem Prozess nehmen? Und würden Sie sagen, dass man ein gewisses Qualitätsniveau im vorhandenen Qualitäts- und klinischen Risikomanagement haben müsste? Oder ist es vielleicht auch eine Chance, über dieses Modell diese Prozesse, diesen Bereich einzurichten und zu optimieren? Also ich fange gerne an. Aus kaufmännischer Sicht, ja, kann man, glaube ich, schon empfehlen und kann ich auch empfehlen, weil ich denke, dieses, ja, das Claims-Made-Prinzip, das hört sich immer so ganz böse an und wir haben hinten raus ein Risiko und da könnte sein, dass wir selber was bezahlen. Man muss sich immer vor Augen führen, das ist, wenn ich das System nie wieder wechsle, dann habe ich überhaupt kein Risiko. Und wenn ich es doch wieder wechsle, dann habe ich unter Umständen eine Nachmeldefrist und was das Risiko dann deutlich wieder verkleinert. Also aus meinem Gesichtspunkt, ja, kann ich empfehlen. Frau Dr. Eberl. Ja, aus meiner Sicht natürlich auch. Ich finde, gerade aus Sicht QM und klinisches Risikomanagement ist es einfach ein hilfsbereites Tool, dass wir uns den Auffälligkeiten, den kritischen Fallkonstellationen nochmal in einer ganz anderen Art und Weise nähern und uns wirklich bemühen, hier Analysen durchzuführen, die Selbstreflexion walten zu lassen und auch die Eigenverantwortung für den Patienten und für die Patientenversorgung hochhalten. Also nicht nur von der kaufmännischen Seite ein absolutes Ja, sondern auch von der medizinischen Seite. Und wir haben uns ja auch schon mit anderen Kollegen ausgetauscht, die auch dieses Verfahren wählen. Man kann es auch anders aufsetzen, aber für uns war das eben eine sehr, sehr gute Basis, weil wir eben einfach schon so viel hatten und das jetzt nochmal mit ein bisschen mehr Stringenz behaften konnten. Ja, dann sage ich einmal herzlichen Dank, vor allen Dingen für dieses tolle Schlussfazit, für Ihre Teilnahme an diesem Webinar, für die guten Informationen, die Sie heute für alle Teilnehmer eingebracht haben. Herzlichen Dank nach München und Ihnen, liebe Zuschauer, bleibt noch die Information,
dass wir eine Aufzeichnung des Webinars zur Verfügung stellen bei Bedarf, genauso wie die Präsentation mit den Kontaktdaten aller Teilnehmer, sodass Sie sich im Bedarfsfall gerne an Frau Dr. Eberl, Herrn Haselow oder an mich wenden können, um Fragen auch noch nach dem Webinar eins zu eins klären zu können. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Bis zum nächsten Renaissance-Webinar. Ich muss leider raus. Ich habe einen Folgetermin.